Guten Abend. Also ich heiße Paul Greenman. Ich bin, wie Tina erwähnt hat, also Trainer, EFT-Trainer. Ich bin auch Professor für klinische Psychologie und Leiter der Psychologieabteilung an der kleinen Universität de Québec en Outaouais. Das ist meine Universität, die sich in der Stadt Gatineau im Bundesstaat Quebec in Kanada findet. Und genau, also wenn ich EFT unterrichte, sage ich immer und wiederhole ich immer, es geht um Bindung. Worum geht es? Es geht um Bindung, Bindung, Bindung. Und das mache ich auch, wenn ich hier zu Hause bin. Il s'agit de l'attachement. L'attachement, la chose la plus importante. It's about attachment. Tina und ich, was wir oft tun, wir haben geredet, gesprochen und sie hat gedacht, dass es eine gute Idee wäre, einen Vortrag zu halten, worum es nicht um EFT geht, obwohl, naja, ich muss halt EFT erwähnen, ne? Man kann keinen Vortrag über Bindung und Bindungsforschung führen, ohne zu zeigen, wie man diese Ideen, wie man diese Wissenschaft benutzt innerhalb der klinischen Praxis. Weil Balbi, er hatte immer gedacht, dass seine Theorie, das sollte eine klinische Theorie sein. Das ist eigentlich, das war nicht der Fall, bis zum Ende der 80er Jahren, als wirklich innerhalb des Bereichs, wir haben angefangen, also so Bindung als Landkarte für Psychotherapie zu benutzen. Aber das war immer seine Absicht, von John Bowlby, dass seine Theorie von Personen, die Psychotherapie anwenden, benutzt wird. Also meine Forschung, es geht um Bindung, es geht um Emotionen. Ich habe mehrere Projekte, in denen wir Interventionen entwickeln für Leute mit physischen Krankheiten. Und wir benutzen mittlerweile ziemlich viel EFT, emotionsfokussierte Paartherapie, für Leute, die an Krebs oder Herzkrankheiten leiden. Und das ist wirklich eine Leidenschaft also für mich. Und dann, ich habe auch eine Praxis, also jede Woche sehe ich so zwischen 10 und 15 Patienten. Also ich versuche, das zu tun, nicht nur das zu besprechen und Vorträge zu halten, sondern wirklich so auch durch die Praxis etwas über Menschen lernen. Also ich freue mich, du hast gesagt, Tine, ihr seid auch zu Freunde geworden. Also das ist für mich, es ist immer schön, euch zu sehen. Und wie immer ist es für mich auch dann schön, ja, dieses Mal bin ich nicht in Deutschland, aber auf Deutsch berufstätig zu sein. Ne? Also ich habe in einem anderen Leben Germanistik studiert und vor 10 Jahren habe ich gedacht, ja, das werde ich nicht wahrscheinlich in meinem professionellen Leben benutzen. Und dann kam diese tolle Möglichkeit, also so EFT auf Deutsch zu unterrichten. Also das macht immer sehr Spaß. Also jetzt geht's los. Ich werde meinen Bildschirm teilen. So, worum geht es? Wie gesagt, das sage ich immer in meinen Kursen hier an der Universität, wenn ich mit Studenten arbeite, wenn ich Kollegen ausbilde. Und am Anfang in meinem Kopf, als ich gesagt habe, es geht um Bindung, habe ich immer das Paar im Kopf gehabt. Das heißt, ich habe durch die Bindungstheorie und Bindungswissenschaft gelernt, Paarbeziehungen zu verstehen. Aber jetzt ist es eigentlich breiter, ne? Wenn ich sage, es geht um Bindung, dann geht es nicht nur um Paarbeziehungen, nicht nur um Familienbeziehungen. Es geht um eine Art und Weise, den Mensch zu verstehen und als Psychologe eine Art und Weise zu verstehen, okay, wenn es nicht gut geht, wenn man
schwierige psychologische Probleme hat, so wie Depressionen oder Angstbelastungsstörungen oder posttraumatische Belastungsstörungen oder Persönlichkeitsstörungen. Wie können wir als Kliniker das gut verstehen und was brauchen wir dann wirklich, um unsere Klienten, um unsere Patienten zu helfen? Und heute, wenn ich sage, es geht um Bindung, geht es um Bindung für viel mehr als nur Paarbeziehungen. Also so die Bindungswissenschaft ermöglicht wirklich ein tolles Verständnis vom Menschen, von der Gesundheit, von der Krankheit. Also diese Themen möchte ich heute mit Ihnen besprechen. Also es wird um Lehren aus der wissenschaftlichen Literatur über Paarbeziehungen, Sexualität und Gesundheit gehen. Und ich möchte dann besprechen, nicht nur zeigen das, was wir wissen, aber auch dann besprechen, wie wir das benutzen können, wie wir das als Therapeuten benutzen können, wie wir das als Personen benutzen können. Also am Ende gibt es einige Tipps für euch. Also genau, wo ich jetzt bin, ich bin eigentlich hier im Bundesstaat Quebec, also hier, das ist grün, also in der Stadt Gatineau, das sieht man hier oben, also unten, das ist die Stadt Gatineau, auf der anderen Seite, das ist Ottawa im Bundesstaat Ontario, und das ist auch die Landeshauptstadt Kanadas, also es ist wirklich, das sind zwei Städte, zwei Bundesstaaten, zwei Sprachen, aber wirklich eine große Gemeinschaft. Also hier an meiner Universität zum Beispiel passiert alles nur Französisch, aber auf der anderen Seite des Flusses hier ist es zum meisten Teil englischsprachig. Also ich bin heute live aus Gatineau, Quebec. Ja. Was wir heute besprechen werden, was sagt uns die Bindungswissenschaft? Und wie können wir dieses Wissen nutzen, um gesund und glücklich zu leben. Ich werde ein bisschen über die wesentliche Rolle von Bindung sowohl in Paarbeziehungen als auch in körperlicher und geistiger Gesundheit sprechen. Also das werden wir heute entdecken. Also wenn ich sage, es geht um Bindung, ja, worum geht es? In welchen Bereichen des Lebens? Also wir werden das emotionale Erleben innerhalb der Paarbeziehung besprechen, die Sexualität besprechen und dann kurz biologische Perspektive und das alles dann zur Psychopathologie und zur Psychotherapie verbinden. Also das ist das Programm für heute. John Bowlby. Bowlby war Psychiater, er war auch Student von Melanie Klein. Und wie gesagt, er war Therapeut. Also er hat mit eigentlich zu der Zeit am Tavistock Institute in London, hat er mit Jungen gearbeitet, Jungen mit Verhaltensproblemen. Also was wir heute Autoritätsabbruch oder Trotzverhalten benennen würden. Also diese Kinder, sie waren aggressiv. Und er hat bemerkt, dass in ihren persönlichen Geschichten fast alle hatten eine wichtige Trennung erlebt, eine Trennung mit ihrer Mutter. Und das hat ihn wirklich faszinierend als Psychiater. Er hat gedacht, ja, was ist hier los? Die Theorien, die zu der Zeit sehr, sehr beliebt waren, hatten gemeint, okay, also emotionale Verbindungen entwickeln sich entweder, weil die Mutter das Kind zu essen gibt und schützt ihn so im physischen Sinn. Das waren die populären
psychoanalytischen Theorien. Und es gab auch zu der Zeit, also als Verhaltenstherapie-Bereich, die Idee, okay, es geht um was das Kind lernt, was es erlebt in der Beziehung zu der Mutter, aber dann geht es auch wirklich um Ernährung und diese Verbindung entwickelt sich, weil die Mutter an diese physischen Bedürfnisse beantwortet. Und Balbi, er hatte eine andere Meinung. Er hat gedacht, ja, also wenn ich bemerke, dass es diese emotionalen Trennungen gibt zwischen Kindern und ihren Müttern, vielleicht geht es um etwas anderes. Vielleicht gibt es eine Tendenz bei dem Mensch, wichtige emotionale Verbindungen zu entwickeln, die genauso wichtig für das Überleben und für die Gesundheit der Person sind, wie das Essen und Wasser. Und er hat durch seine klinische Arbeit mit diesen Kindern dann die Bindungstheorie entwickelt. Also, und da drin gibt es ziemlich viel aus der Evolutionstheorie von Charles Darwin. Also die Idee, dass wenn wir so eine emotionale Tendenz als Person entwickeln, dann gibt es einen Grund. Dann hat es irgendwann uns geholfen, hat es das Überleben des menschlichen Art ermöglicht oder hat geholfen, dass das Leben halt was zu der Zeit bei unseren Vorfahren gefährlich war, zu überleben. Also er hat seine Theorie entwickelt, die Idee, dass der Mensch andere Menschen braucht. Und wir werden diese Grundlagen gleich besprechen. Eine andere Person, und sie war eigentlich eine Studentin von Balbi und dann ist Kollegin geworden, das war Mary Ainsworth. Und sie hat die ersten naturwissenschaftlichen Studien über die Bindungstheorie geführt. Das hat sie eigentlich in Afrika, in Uganda, angefangen, als sie dort gelebt hat. Und dann später war sie Professorin an der Universität Johns Hopkins in Baltimore in den USA und dann an der Universität auch von Virginia, wo sie dann eine lange Karriere aufgebaut hat. Ainsworth hat die fremde Situation entwickelt. Und das werden wir auch dann ein bisschen gleich besprechen. Das ist so ein Experiment, in dem ein Kind beobachtet wird. Es gibt eine kurze Trennung mit der Mutter und dann kommt eine Unbekannte so im Saal und man beobachtet dann die Reaktionen des Kindes während dieser kurzen Trennung. Also das sind diese zwei Personen, haben wirklich die Bindungstheorie erfunden und dann aufgebaut. John Balbi und Mary Ainsworth. Und seitdem gibt es heutzutage eine ganze Literatur, naturwissenschaftliche Literatur über Bindung. Deswegen, weil es so viel Beweis gibt, reden wir immer weniger von Bindungstheorie, viel mehr von Bindungswissenschaft, weil es hunderte von Studien von Kindern, von Familien, von Paaren jetzt, von Einzelpersonen, von Psychopathologie, von Verbindungen zu der physischen und geistigen Gesundheit. Also die Bindungswissenschaft ist sehr, sehr breit und sehr erforscht. Und es gibt immer jedes Jahr noch 100, 200 Studien irgendwie über Bindung und Beziehungen, Bindung und mittlerweile der Körper, das Gehirn,
Aber die zwei Personen, die das alles angefangen haben, das waren John Bowlby und Mary Ainsworth. Und das kamen wirklich aus, was Bowlby bei seinen Patienten beobachtet hatte. Also worum geht es? Wir sagen Bindung, Bindungstheorie. Eigentlich ist diese Theorie, wie alle gute Theorien, nicht zu kompliziert. Es gibt Grundlagen, die einfach zu verstehen sind und die dann auch Sinn machen, also für unsere klinische Arbeit. Und das ist ein Zitat aus dem Buch von der Kollegin Sue Johnson, die emotionsfokussierte Paartherapie entwickelt hat. Also wenn sie die Bindungstheorie beschreibt, sagt sie, Kontakt zu wichtigen Bezugspersonen zu suchen und aufrecht zu erhalten, ist ein angeborenes, primär motivierendes Prinzip, das im gesamten Leben eines Menschen wirksam ist. Also, Menschen brauchen Menschen. Wenn du ein Mensch bist, gemäß dieser Perspektive, bist du dann programmiert von hunderten, tausenden Jahren von Evolution, diesen engen Kontakt zu anderen Menschen zu brauchen. Diese Abhängigkeit, eine Abhängigkeit von und Angewiesenheit auf andere Menschen ist notwendig, gemäß der Bindungstheorie, notwendig für die physische Gesundheit und das Überleben der menschlichen Art. Und das möchte ich betonen. Also wir sagen, gemäß der Theorie, es ist nicht nur okay, es ist nicht nur nicht problematisch, dass eine Person andere Personen braucht. Das ist notwendig für das Überleben der menschlichen Art. Also, und in dem Sinn, wenn wir später dann nachher die ganzen Forschungsergebnisse über Einsamkeit und wie gefährlich das ist für die psychologische und auch physische Gesundheit, wenn wir diese Bindungstheorie dann im Kopf haben, dann macht das alles irgendwie Sinn. Wenn ich so programmiert bin, von der Natur, enge emotionale Beziehungen zu anderen Personen, wenn ich programmiert bin, das zu brauchen und irgendetwas passiert und ich das nicht schaffe, dann macht es Sinn, dass ich deprimiert werde, dass ich krank werde. Ne? Das ist problematisch. Der Körper sagt, okay, hier geht etwas nicht. Und wir sollten das dann irgendwie beachten und das korrigieren. Also diese Abhängigkeit, diese Tatsache, andere Menschen zu brauchen, das heißt nicht, dass wir nicht unabhängig und autonom werden. Ganz im Gegenteil. Was die Bindungstheorie uns zeigt, ist, dass diese Abhängigkeit, wenn sie aus einer sicheren Bindung stammt, das heißt, wenn die Person nimmt die emotionale Anwesenheit einer wichtigen Person wahr und diese Person spürt, okay, wenn es irgendwann nicht gut geht, wenn ich gestresst bin, wenn mir etwas passiert, kann ich zu dieser Person oder zu diesen Personen. Und sie werden, weil sie emotional anwesend sind, mich trösten, mich beruhigen. Wenn man das hat, das ist eine sichere Bindung, dann passiert etwas ganz, ganz interessant. Dann hat man Tendenz, die Welt zu erforschen, zu entdecken, autonom und unabhängig zu werden. Aber gemäß der Bindungstheorie ist diese Abhängigkeit, das ist eine Bedingung, um autonom und unabhängig und sicher zu werden. Also es gibt aus dieser Perspektive nur effektive und ineffektive Abhängigkeit. Aber die Tatsache, Menschen zu brauchen, das ist nie pathologisch. Das ist nie problematisch.
was problematisch sein kann, das ist die Art und Weise, die einige Personen versuchen, solche Bedürfnisse zu befriedigen. Aber auf keinen Fall würde jemand, der die Bindungstheorie benutzt, um Menschen zu verstehen, auf keinen Fall würde diese Person dann behaupten, dass das ja ein Patient zum Beispiel zu bedürftig ist. Oder nein, also das Bedürfnis, das ist gesund. Was problematisch ist, ist, wie man oder wenn man überhaupt versucht, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Also wir sehen, dass eine sichere Bindung bietet diesen sicheren Hafen an. Bietet einen sicheren Hafen, der vor Gefahren beschützt und auch dann eine sichere Basis, um die Welt zu erforschen. Wenn ich weiß, dass ich zurück zu dieser wichtigen Person ist, man braucht nicht viele, ne? Man braucht eine wichtige Bindungsfigur. Und in der Kindheit, ja, kann das die Mutter sein, Vater, kann irgendjemand sein. Also das ist die Person, die emotional anwesend ist und die auch die emotionalen Bedürfnisse des Kindes antwortet. Wenn man diese sichere Bindung hat, ja, dann wird man unabhängig und autonom. Aber unabhängig und autonom durch diese Abhängigkeit. Andere Grundlagen der Bindungstheorie. Die emotionale Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von Bindungsfiguren befördern psychische und physische Gesundheit. Also wir haben bemerkt in der Forschung, dass wirklich das, was höchst wichtig ist, und das sagt Sue Johnson sehr oft, das ist diese Ansprechbarkeit, diese Responsivität und das emotionale Engagement. Wenn eine Person ansprechbar ist, responsiv ist, emotional engagiert ist, dann die andere Person, mit der sie in einer Beziehung ist, fühlt sich wohl, fühlt sich bequem, fühlt sich in Sicherheit. Und dadurch werden dann diese wichtigen emotionalen Verbindungen geschaffen. Diese emotionale Zugänglichkeit und Erreichbarkeit ist höchst wichtig. Wir reden von der Evolution. Und wenn man an Charles Darwin denkt, macht es Sinn. Also unsere Vorfahren, die Tendenz hatten, enge emotionale Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, hatten mehr Tendenz, sich von Prädatoren töten zu lassen. Sie hatten mehr Tendenz zu überleben, weil sie zusammen mit anderen Menschen waren. Diejenigen, die diese Tendenz nicht hatten, sind von Prädatoren getötet worden. Und deswegen heute als Menschen haben wir alle Tendenz, diese engen emotionalen Verbindungen auszusuchen, aufzubauen, zu behalten. Uns geht es nicht gut, wenn es Probleme in diesen Beziehungen gibt. Und das macht alles Sinn, weil das war eine Art Schutz vor Gefahr, Schutz in einer gefährlichen Welt. Deswegen haben wir diese Tendenz gemäß der Bindungstheorie entwickelt, als Menschen entwickelt. Also Situationen von Angst und Unsicherheit aktivieren, was wir Bindungsbedürfnisse benennen. Und das ist eine andere Grundlage, also der Bindungstheorie. Und das kann irgendwelche Situation, ich denke an meine eigenen Patienten, also das kann eine Herzkrankheit sein, ne? Etwas Gefährliches, etwas, was Stress macht, ne? Das aktiviert Bindungsbedürfnisse. Das kann Stress in der Arbeit oder im Familienleben, irgendwelche Situation, die Angst oder Unsicherheit erwacht, in einer Person erwacht dann auch im Grunde genommen
die Bindungsbedürfnisse. Was bedeutet das, also Bindungsbedürfnisse? Das ist das Bedürfnis nach Nähe, nach Beruhigung, nach Trost. Und das ist dann die Tendenz, wenn man eine sichere Bindung hat, also wenn man diesen sicheren Hafen hat, kann man, geht man zu dieser Person und auf seine Art und Weise Beruhigung und Trost aussucht. So, das machen Kinder, das ist wirklich physisch. Ne? Also sie spielen so im Spielplatz und dann fallen sie und tun sich weh, fangen sie an zu weinen und ja, dann was heißt es? Dann sucht man Mama oder Papa oder wo ist ihr? Kann er mir helfen? Ne? Und wenn ihr Kinder ein bisschen beobachtet, ne, bemerkt, auch wenn sie sich physisch wehtun, was tun sie, wenn sie die Eltern dann sehen? Ne? Dass du mich nimmst. Meine Tochter, sie ist drei Jahre alt und sie sagt immer, in your arms, Daddy, your arms. Und zu ihrer Mutter sagt sie, da te bra. Also ja, das ist angeboren. Keiner hat sie das beigebracht, dass wenn sie sich wehtut, okay, dann sucht sie nicht nur, also so, ganz natürlich, wenn sie sich wehgetan hat, dann wollen wir dass das Problem lösen, Medikamente holen oder Band-Aid oder sowas. Aber sie tut auch das. Ne? Komm zu mir, kannst du mich beruhigen? Eure Tochter ist sicher gebunden. Ich hoffe es. Sie sagt, ja, Angst. Wirklich süß. Ne? So. 2 Sekunden, das ist sie. So, Simon. Und ja, ich bin so eine Bindungsfigur für Simon, ihre Mama auch. Also, das hat keiner ihr beigebracht. Das tut sie so ganz automatisch. Also, und das sehen wir bei Kindern. Und am Anfang war die Bindungstheorie und die Bindungswissenschaft, worum ging es um Kinder, um Familien, um Entwickeln. Und dann seit den 80er Jahren immer mehr bemerken wir, ja, Erwachsene, es ist genauso. Erwachsene haben die gleichen Bindungsbedürfnisse. Das hat Bowlby behauptet. Ne? Also wenn man geboren ist bis zum Tod, gibt es diese Bindungsbedürfnisse. Bei Erwachsenen, manchmal sieht es anders aus. Ne? Also wir können telefonieren oder ein SMS schicken oder ja, was machst du? Oh, es ist passiert sowas, ne? Das ist ganz schlimm, ja, weiß ich. Okay, tschüss, bis später. Ne? Also oder manchmal kann man diese physische Nähe nicht schaffen, aber Erwachsenen sind in der Lage, dann an die Bindungsfigur zu denken. Und das kann dann auch helfen, wenn man diese Arbeitsmodellen, diese Schemen im Kopf hat. Bindungstheorie ist vor allen Dingen eine Theorie der Emotionsregulierung. Also es ist kein Zufall, dass die stärksten Emotionen, die wir als Menschen erleben, wir haben Tendenz, sie innerhalb unserer Beziehungen zu anderen Menschen zu erleben. Und das sind diese Emotionen, Angst, Ärger, Glücklichkeit, die unser Verhalten dann beeinflussen. Und das, was wir tun, ja, kommt drauf an, was wir für ein Gefühl oder für eine Emotion in einem bestimmten Moment haben. Also Hauptfrage, wir sagen, okay, das ist wirklich wichtig für die Gesundheit, für die psychische und physische, körperliche Gesundheit ist es wichtig, also diese sichere Bindungen zu haben. Als Kind zum Beispiel eine sichere Bindung zu den Eltern zu haben. Dann später werden Freunde,
in der Schule zum Beispiel, auch dann für die meisten Leute wichtige Bindungsfiguren. Und dann bei Erwachsenen in unserer westlichen Gesellschaft wird der Partner Hauptbindungsfigur. Also wir meinen, dass es wichtig ist, eine sichere Bindung zu haben. Das heißt, innerhalb dieser Beziehung spüre ich, empfinde ich die emotionale Anwesenheit. Bist du für mich da? Bist du für mich da? Und wenn in meinem Kopf die Antwort auf diese Frage ja ist, dann habe ich sehr wahrscheinlich eine sichere Bindung zu dir. Und das heißt, dass, okay, ja, wenn im Moment, wenn ich gestresst bin, wenn ich mich unsicher fühle, dann werde ich, wie Simon, meiner Tochter, so ganz automatisch zu dir kommen, Trost aussuchen, das bekommen, normalerweise, und dann mein Leben weiterleben. Wenn ich das Gefühl habe, dass du für mich da bist. Wenn nicht, dann kann unsichere Bindungen und unsichere Bindungsstile entwickeln. Und das werden wir gleich besprechen. Und dann, was passiert? Ja, wenn man unsicher gebunden ist, wenn man nicht sicher ist, dass die andere wichtige Person emotional anwesend ist, dass die andere Person erreichbar ist oder ansprechbar ist, dann machen wir andere Sachen, wenn wir gestresst sind oder wenn wir Angst haben. Vielleicht versuchen wir, diese Gefühle gar nicht zu fühlen, anzufühlen. Wir versuchen, sie irgendwie wegzuschmeißen. Oder vielleicht nehmen sie einen ganzen Platz. Wir sind so total gestresst und wir haben total Angst, weil wir brauchen die andere Person, aber wir verzweifeln wirklich, also die Ansprechbarkeit und emotionale Anwesenheit dieser anderen Person. Und dann gehen wir nicht auf eine effektive Art und Weise zu der anderen Person, obwohl wir das immer brauchen. Also andere Grundlagen der Bindungstheorie. Entschuldigung, das wollte ich nicht tun. Die Zahl der Bindungstypen ist endlich. Also es gibt nicht zu viele. Wenn es um Bindungsstil oder Bindungstypen geht, worum geht es? Es geht um prototypische Art und Weise, sich in zwischenmenschlichen Beziehungen zu verhalten. Also das, was ich normalerweise tun innerhalb meiner Beziehungen, wenn meine Bindungsbedürfnisse aktiviert werden. Also habe ich Tendenz zum Beispiel zu einer anderen Person zu gehen und ja, Trost, Bestätigung, Beruhigung auszusuchen. Wenn ja, sehr wahrscheinlich habe ich eine sichere Bindung. Also ich hätte einen sicheren Bindungsstil. Also diese Leute, also Ainsworth, sie hatte in den ersten Studien über Kinder diese Bindungsstille zum ersten Mal bemerkt. Also in den Studien, wie ich vorhin erwähnt habe, sind Mütter mit ihren Kleinkindern zu der Universität gegangen und da war so ein Spielraum und das Kind hat angefangen zu spielen. Dann war die Mama weg, da war ein Unbekannter da. Das wurde alles aufgenommen und wir haben die Reaktionen dann der Kinder beobachtet, als die Mutter weg war und dann als sie zurückgekommen ist. Und es gab Kinder, die in diesen Situationen, in diesen fremden Situationen, die ganz bestimmt, als die Mutter weg war, ja, sie waren
traurig, sie haben Angst gehabt, also sie waren gestresst. Und dann, als sie nach 3 Minuten zurückgekommen ist, bei diesen Kindern, haben sie gemerkt, okay, Mama ist wieder da, sie waren froh und dann haben sie wieder angefangen zu spielen. Das ist, das war das erste Beispiel, also von dem, was wir eine sichere Bindung nennen. Und das sieht man auch bei Erwachsenen. Und das werden wir nachher besprechen, wenn wir Paarbeziehungen besprechen. Ainsworth hat auch bemerkt, dass bei manchen Kindern waren sie so total gestresst, also von Anfang an des Experiments. Also als die Mama weg war, sie haben sich auch geärgert die ganze Zeit, als sie weg war. Als sie zurückgekommen ist, wollen sie die Mama nicht weglassen. Und das hat Ainsworth eine ängstliche, ambivalente Bindungsstil genannt. Also das ist eine unsichere Bindung. Andere Kinder, ihnen schien es wirklich egal zu sein, das, was alles los war. Als die Mama weg war, keine große emotionale Reaktion. Nach den 3 Minuten, als sie wieder da war, auch nicht viel. Also sie haben gespielt. Also das ist auch eine unsichere Bindung. Und in späteren Studien, andere Forscher haben entdeckt, dass diese Kinder, obwohl sie nicht gestresst erscheinen, im Physiologischen sind sie genauso gestresst wie die anderen Kinder, wenn die Mama weg ist. Ne? Also wenn man Cortisol zum Beispiel anschaut oder es gibt eine Möglichkeit, so Strom innerhalb der Haut auch zu messen. Und das sagt dann auch, wenn man gestresst ist oder nicht. Und diese Kinder mit einem vermeidenden Bindungsstil sind genauso gestresst. Aber das sieht man nicht. Was man sieht, das ist, sie so uninteressiert sind. Ainsworth hat die desorganisierte Bindung nicht entdeckt. Das kam später. Das war die Forscherin Mary Main in den 70er und 80er Jahren. Aber dann hat Ainsworth auch gemeint, ja, es ist also sie war einverstanden, ne, dass das existiert. Und desorganisiert. Also manchmal sieht es aus so wie eine ängstliche, ambivalente Bindung. Also bei diesen Kindern manchmal, wenn es eine Trennung gibt, sind sie sehr, sehr gestresst. Sie lassen die Bindungsfigur nicht los. Sie weinen, heulen. Manchmal sehen sie aus, als ob alles egal wäre. Und das sieht man auch bei Erwachsenen, werden wir nachher besprechen. Unglücklicherweise so eine Situation, so ein Bindungsstil kommt aus Situationen von Missbrauch und normalerweise Missbrauch von Bindungsfiguren. Also die Leute, die das Kind aktiv wehtun und missbrauchen, sind die gleichen Leute, die dem Kind Trost und Beruhigung geben. Das ist sehr, sehr verwirrend für ein Kind. Mittlerweile reden wir nicht nur von Bindungsstillen, weil okay, das sagt etwas, aber wir wissen, dass eine Person zum Beispiel in manchen Beziehungen vielleicht eine sichere Bindung hat, aber in anderen Beziehungen vielleicht nicht. Vielleicht habe ich eine sichere Bindung zu meinem engsten Freund oder zu meiner Freundin, aber nicht zu meiner Mutter. Oder umgekehrt. Also diese Bindungsstille, das hilft, einen Mensch zu verstehen, aber es geht immer nur um das, was man normalerweise tut in engen Beziehungen. In der Literatur ist die Rede immer mehr von Bindungsdimensionen. Das heißt, wie viel man ängstlich, ambivalent oder wie viel man in seinen Beziehungen vermeidend ist. Und die Forschung, die über Bindung geht, es gibt viele Studien, wo die Forscher Bindungsstille angeschaut haben.
aber auch viel mittlerweile, wo man diese Bindungsdimensionen, also inwieweit gehst du, wirst du mit deinem Partner reden, wenn es dir nicht gut geht? Suchst du aktiv Trost? Sind enge Beziehungen für dich wichtig oder nicht? Ne? Also, und je mehr man zeigt, dass man eigentlich ambivalent ist, man bräuchte Beziehungen, aber man ist nicht sicher, ob die andere Person wirklich da sein wird. Na, das ist bei einem Erwachsenen so eine, das ist diese ambivalente Dimension. Auf der anderen Seite eine vermeidende Dimension, das ist, ja, wenn eine Person behauptet, naja, für mich sind enge emotionale Beziehungen nicht so wichtig und ich bin selbstständig und unabhängig und so. Und man minimisiert, dass enge emotionale Bindungen wichtig sein könnte. Also Bindungsstille, Bindungsdimensionen. Ich habe vorher gesagt, also wenn es um Bindung geht, geht es um Strategien, um Emotionen zu regulieren. Also bei Kindern und auch bei Erwachsenen, wie wir gleich sehen werden. Wenn es um eine ängstliche, ambivalente Bindung geht, also Bindungsstil oder Bindungsdimension, dann bewerten wir bei diesen Personen, was wir überaktivierende Strategien benennen. Also die Bindungsbedürfnisse, das Bedürfnis nach Nähe, Trost, Beruhigung wird aktiviert und bleibt aktiviert. Und man versucht immer wieder, also so dieses Bedürfnis nach Trost, Nähe zu befriedigen. Aber irgendwie funktioniert es nicht und die Person bleibt also in so einem Zustand, wenn man dass man das braucht und immer wieder braucht und es nicht, das kommt nicht. Und das ist dann, man bemerkt bei diesen Kindern ziemlich viel Stress. Eine vermeidende Bindung, worum geht es? Ja, das ist ein Versuch, diese schwierigen Emotionen, die wahrgenommene Abwesenheit der Bindungsfigur begleiten. Das ist eine Strategie, um das zu deaktivieren. Also wenn man gelernt hat, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mich verletzlich fühle, wenn ich in einem verletzlichen Zustand bin, ist keiner für mich da, die andere Person ist abwesend, das erschafft diesen vermeidenden Bindungsstil. Und die Person lernt, okay, um zu überleben, das, was ich tun muss, ich muss versuchen, also das irgendwie mich von diesem Gefühl loszuwerden, das nicht zu spüren. Da ist keiner für mich da. Und es ist, wie wir später besprechen werden, für eine Person ist es höchst schwer, ganz alleine seine Emotionen zu regulieren. Dafür sind wir nicht erschaffen. Wir sind erschaffen, um unsere Emotionen innerhalb unserer Beziehungen zu regulieren. Also deswegen gibt es diese vermeidende Bindung. Wenn man lernt, in seinen frühen Beziehungen, okay, ist keiner für mich da, na, ich lerne, okay, dann muss ich halt versuchen, dass das selber mit diesen schwierigen Emotionen zurechtzukommen. Hyperaktivierende Strategien kommen, wenn Bindungsfiguren nicht konsequent sind. Manchmal sind sie da. Manchmal sind sie in der Lage, die Bindungsbedürfnisse ihrer Kinder zu befriedigen. Manchmal nicht. Und wenn es an Konsequenz mangelt, kann das dann diese ängstliche, ambivalente Bindung schaffen. Und diese hyperaktivierenden Strategien. Also ich bin
wenn meine Bedürfnisse aktiviert werden, ja, dann versuche ich überall, also Trost, und brauche ich immer mehr. Wir reden oft von Arbeitsmodellen. Das, was das heißt, also Arbeitsmodellen, das ist eine Art Schema im Kopf, ja, was ich innerhalb meiner frühen Beziehungen lerne. Also wenn man auf meine Bindungsbedürfnisse antwortet, zum meisten Teil, niemand ist perfekt, muss nicht 100% sein. So ungefähr 60%, also wenn man also die Forschung anschaut, geht das. Ne? Also die besten Eltern also so verpassen so 40% der Signale ihrer Kinder. Also das muss nicht 100% sein. Aber wenn man im Allgemeinen lernt, okay, normalerweise, wenn ich mich verletzlich fühle, wenn es mir nicht gut geht, dann ist jemand da. Dann ist die Mama da, dann ist der Papa da, dann ist die Großmutter da, dann sind Freunde da. Dann entwickelt man eine Ansicht der Selbst, das positiv ist. Bin ich liebenswert? Ja, weil man war für mich da. Man ist für mich da. Und Ansicht des Anderen. Ne? Bist du da? Oder bist du gefährlich? Und diese Arbeitsmodellen, diese Schemen dann, das ist eine Art Landkarte, um die Welt dann nachher zu navigieren. Ne? Und die Qualität dieser Arbeitsmodellen, das kommt immer darauf an, was man für Bindungserlebnis innerhalb der frühen Beziehungen gehabt hat. Andere Grundlagen, also Isolation, Verlust. Oder der drohende Verlust wichtiger Bindungsfiguren werden als traumatische Ereignisse empfunden. Traumatische Ereignisse empfunden. Für alle Leute. Ich sage oft zu meinen Patienten, zu Johnson, dass das tut sie, das habe ich eigentlich von ihr gelernt. Wir haben alle Angst davor, ganz alleine auf der Welt zu sein, abgelehnt zu sein, verlassen zu sein. Und die Idee, dass man ganz alleine auf der Welt wäre, das verursacht dann Protest, Anklammern. Wenn man immer wieder versucht, das hat Bobby bei Kindern bemerkt, immer wieder versucht, dann diesen Kontakt oder überhaupt in Kontakt zu kommen mit der Bindungsfigur, wenn das nicht funktioniert, Depression und dann Auflösung. Und das sehen wir auch bei Erwachsenen. Also Menschen brauchen Menschen. Wir brauchen diese Verbindungen, diese wichtigen Verbindungen zu anderen Menschen, nicht zu allen Menschen, zu einigen wichtigen Figuren in unserem Leben. Und, wie ich vorhin erwähnt habe, Emotionsregulation ist wirksamer, wenn sie zwischenmenschlich ist. Das sagt uns die Wissenschaft. Ich denke an die Studien von Kollegen James Cone in den USA. Er hat viele Studien über Gehirnprozesse und neurologische Belastung geführt. Und er hat bemerkt in seiner Forschung, dass was er Co-Regulation benennt, also das heißt, ja, wenn man eine schwierige Emotion, so Traurigkeit, Angst, Stress, Scham, wenn man versucht, das Ganze alleine zu erledigen, dauert das viel länger. Und ist es dann für das Gehirn viel, viel schwieriger. Ne? Und es nimmt viel mehr Energie. Versus wenn man zu einer anderen wichtigen Person geht und diese andere Person antwortet, eine tröstende Antwort gibt, dann im physiologischen Sinn ist das die effektivste und effizienteste Weise,
mit schwierigen Emotionen zurechtzukommen. Paul, darf ich das kurz unterstreichen? Ich möchte das eigentlich irgendwie unterstreichen, weil du sagst gerade was, was so wichtig ist, auch im Kontext von so ein bisschen, wie wir hier in Deutschland in unserem kulturellen Miteinander gibt es auch in den letzten Jahren viel, viel Liebe dich selbst, Strategien zur Selbstregulation. Und das ist ja auch, das hat natürlich irgendwie seinen Stellenwert. Aber was du sagst, ist wirklich bei uns nicht verankert gesellschaftlich. Und es ist so gut zu hören, dass das nicht nur eine gute Theorie ist, sondern was du sagst, wie James Cohen, die Studie, die er hat ja auch mit Sue Johnson was zusammen gemacht, also dass wir wirklich wissen, dass unser Gehirn, unser Brain ein soziales Organ ist und wir wirklich einander da brauchen. Das möchte ich einfach nochmal so ganz dick unterstreichen, weil ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel auf jeden Fall für unseren kulturellen Kontext hier in Deutschland. Und bei natürlich uns, noch bei in anderen Ländern. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also in den USA, in Kanada, also ist genauso. Okay. Ja, man muss sich selber lieben und so. Und das stimmt. Aber wie entwickelt man so eine Liebe für sich selber? Das ist halt unmöglich, das ganz alleine zu tun. Ne? Also man braucht dann diese Bestätigung einer anderen Person. Du bist liebenswert, ich bin für dich da. Ne? Cohn, er hat bemerkt, man kann es schaffen, aber das ist viel erschöpfender für das System, also ganz alleine zu versuchen, seine Emotionen zu regulieren. Das heißt nicht, dass jedes Mal, dass es nicht gut geht, dass wir zu einer anderen Person rennen müssen oder so. Nein, Koregulation, das passiert auch, wenn man an eine Bindungsfigur denkt. Also auch wenn man das Gefühl hat, dass ich nicht allein auf der Welt bin. Man kann Emotionen selber regulieren, aber es ist viel schwieriger. Also ja, du hast recht, meiner Meinung nach, Tina, das zu betonen, weil es ist im Gegenteil so ziemlich viel, was wir als Gesellschaft auch innerhalb der Psychologie gelernt haben. Ne? Aber ich muss immer wieder behaupten, es gibt so die Theorie der Woche und es gibt das, was die naturwissenschaftlichen Ergebnisse uns sagen, über wie Menschen funktionieren oder nicht. Und ich... Mir ist es lieber, also so diese naturwissenschaftlichen Ergebnisse, also wirklich zu verstehen und anzuhören und zu vertrauen. Es ist wichtig, als Psychologe glaube ich, dass es wichtig ist, selbstständig zu werden, auf jeden Fall. Aber wie? Wie schaffen wir das? Und Paul, du sagst ja auch, das heißt, sichere Bindung zu entwickeln, heißt überhaupt nicht, dass wir ständig zu irgendjemandem hinrennen, weil das wäre ja vielleicht sogar ein Zeichen von mehr unsicherer Bindung. Und genau. Auch dieses, wenn, ich meine, vielleicht mögen auch manche hier in der Gruppe, wenn ihr selbst einen Moment an jemanden denkt, der für euch eine wichtige, relevante, sichere Bindungsfigur ist und einfach dabei euren Körper einen Moment wahrnimmt, wie ist das, wenn ihr an diese Person gerade jetzt einen Moment denkt? Und was macht der Atem? Wie fühlt sich das an? Kommt euch ein Lächeln ins Gesicht? Ob das Partner ist oder eine gute Freundin oder ein Kollege oder die Mutter oder wer auch immer es ist. Aber wenn ihr innerlich repräsentiert habt, diese wichtigen Menschen, dann können wir uns meist schon ein Stück regulieren und beruhigen. Zwischenmenschlich. Also das ist für uns dann als Therapeuten eine tolle Landkarte zum Verständnis zwischenmenschlicher Dynamiken. Durch die Bindungstheorie haben wir Antworten dieser Fragen. Ne? Warum tun wir das? Ziemlich viel das, was der Mensch tut, das tut er, weil er versucht, diesen wichtigen Kontakt zu bekommen und zu behalten. Wieso gibt es so viele starke Emotionen in unseren Interaktionen mit Beziehungspartnern? Naja,
weil wir so programmiert sind, weil das notwendig war, notwendig für das Überleben der menschlichen Art war. Und ich würde sagen, immer noch ist. Jetzt reden wir ein bisschen von Paaren und Paarbeziehungen. Also diese zwei Personen, das ist Cynthia Hazan und Philip Shaver. Die zwei Personen, die die erste Studie veröffentlicht haben in so 1987, die erste Studie über Paarbeziehungen als Bindungsbeziehung. Also bis 1987, also als man an Bindungstheorie gedacht hat, hat man an Kinder gedacht und Bowlby und die fremde Situation von Ainsworth und die Bindungsstille bei Kindern und die Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern und ziemlich viel zwischen Kindern und ihren Müttern. Ne? Aber Hazan und Shaver haben gedacht, naja, kann das sein, dass das Gleiche bei Erwachsenen passiert, dass diese Bindungsstille, die wir bei Kindern bemerkt haben, dass sie dann auch bei Erwachsenen anwesend sind. Und könnte das uns dann helfen, Beziehungen zwischen Erwachsenen zu verstehen? Also 1987 haben wir haben sie ihre erste Studie veröffentlicht und sie haben genau das gefunden. Also Erwachsene betrachten ihre Paarbeziehungen als Bindungsbeziehung. Es gibt die gleichen Bindungsstile bei Erwachsenen wie bei Kindern. Und das haben Hazan und Shaver in dieser ersten Studie zum ersten Mal entdeckt. Also als Leute berichtet haben über ihr Erleben innerhalb ihrer Paarbeziehung, haben sie bemerkt, dass manche Leute sicher gebunden waren. Das heißt, ich gehe zu dir, es gibt diese emotionale Nähe innerhalb unserer Beziehung, das ist eigentlich etwas, was für mich wichtig ist. Sie haben dann auch in dieser ersten Studie bemerkt, da gab es Erwachsene, die mir ängstlich ambivalent waren. Also ich habe Angst, dass du mich nicht liebst oder dass du mich verlassen wirst. Ja? Und weil ich so Angst habe, ist es wirklich schwierig für mich dann, dir zu vertrauen. Aber das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja? Gibt auch in Paaren Leute, die einen vermeidenden Bindungsstil haben. Ne? Mir ist das egal. Wir sind Freunde. Wichtiger für mich ist es nicht. Aber ich denke immer an diese Forschung, wo wir Stresshormone zum Beispiel anschauen. Und Tara Kidd, K-I-D-D, und Kollegen, sie haben entdeckt in einer Studie 2011, dass das Cortisolniveau, was ein Zeichen von Stress ist, bei diesen Erwachsenen, die einen vermeidenden Still haben, das Cortisolniveau ist genauso hoch wie das bei Leuten mit Bindungsängsten. Interessant. Also das heißt, das, was man sieht, genauso wie bei Kindern, naja, mir ist das egal, naja, Beziehungen brauche ich nicht so, aber wenn irgendetwas falsch geht, wenn irgendetwas schief geht innerhalb dieser wichtigen Beziehung, werden sie auch dann gestresst. Sie werden auch gestresst, wenn sie sich in Situationen finden, in denen sie sich alleine fühlen und dass das eine stressige Situation ist. Und dann später kam Bartholomew Horowitz, haben bemerkt, einen Still desorganisiert, was gleicht also den desorganisierten Still von Mary Main. Und das ist ein bisschen von allem. Ne? Und das bemerkt man bei Personen, die zwischenmenschliche Trauma in ihrem Leben überlebt haben, sehr oft. Ne? Also komm zu mir, ich brauche dich.
Aber sobald die andere Person dann ankommt und anwesend ist, heißt es, geh weg, das ist zu gefährlich, das ist desorganisiert bei Erwachsenen. Und wir verstehen, warum also die Natur das erschafft hat, ne? diese Tendenz. Also ich habe vorhin gesagt, also das hat das Überleben der menschlichen Art ermöglicht, ne? Auf verschiedene Weise. Ne? Also wir haben auch dann diese Tendenz als Erwachsene, diese intensiven emotionalen Beziehungen aufzubauen und behalten zu wollen. Das macht Sinn und das bemerkt man eigentlich bei Menschen und auch andere Arten, deren Kinder sehr lang total abhängig sind. Ne? Also das heißt, wenn Leute Tendenz entwickeln, also zusammenzukommen und zusammen zu bleiben, dann sind sie für das Kind anwesend und dann können sie sich um das Kind besser kümmern. Also das gehört dazu. Ne? Also wir wissen heute, dass das aus der Evolution kommt. Das ist dieses Bedürfnis, also als Erwachsene diese engen emotionalen Beziehungen zu behalten. Und in anderen Studien dann, Judith Feeney hat mehrere, also das waren qualitative Studien, die in diesen qualitativen Studien, die von Feeney und ihrem Team geführt worden sind, sagen Leute zum Beispiel, dass Nähe für sie innerhalb der Paarbeziehung wichtig ist, dass sie sich auf ihren Partner verlassen oder dass sie Angst haben. Also es ist nicht nur, weil Hesan Eshewe die vier Bindungsstile präsentiert haben, also dargestellt haben und dann haben sie gefragt, okay, was beschreibt sie? Sie haben Feeney und Kollegen echte Leute gefragt, ja, was ist für dich innerhalb einer Paarbeziehung wichtig? Und da kommen diese Bindungsthemen heraus. Und immer wieder Arbeitsmodelle. Arbeitsmodelle bezüglich Bindungsbedürfnisse und Bindungsziele. Also bist du für mich da? Wenn ja, und wenn ich auch das Gefühl habe, dass ich liebenswert bin, dann schon werde ich eine festbestellte, langfristige Beziehung wollen. Und wenn ich meine Bindungsbedürfnisse spüre, dann werde ich halt diesen Stress innerhalb der Beziehung regeln. Es gibt auch Arbeitsmodelle dann bei Erwachsenen bezüglich zwischenmenschlicher Pläne und Strategien. Was tue ich, wenn ich gestresst bin oder wenn es mir nicht gut geht? Und seit dieser ersten Studie, so 1987, seitdem gibt es so 530 Studien über Paarbeziehungen als Bindungsbeziehungen. Und ich teile ein bisschen mit, also was aus diesen Studien kommt. Und wie gesagt, also es geht um Stille. In manchen Studien, in anderen Studien geht es um Dimensionen. Es gibt heute eine reiche Literatur, die in 2016 von Judith Feeney sehr toll zusammengefasst worden ist. Wenn man in einer Paarbeziehung eine sichere Bindung hat, wenn man sicher gebunden ist, dann gibt es innerhalb der Beziehung mehr Vertrauen, Zufriedenheit, Engagement und emotionale Interdependenz. Also das ist wirklich typisch. Also, und wenn wir in emotionsfokussierter Paartherapie arbeiten, das ist unser Ziel. Ne? Vielleicht werden wir
den Bindungsstil nicht ändern. Vielleicht ja, es gibt eine Studie, in denen die Bindungsstile durch EFT sich geändert hatten. Aber das, was für uns wichtig ist in einem therapeutischen Sinn, das ist die Bindung zwischen diesen zwei Personen. Und wenn es innerhalb einer Paarbeziehung so eine sichere Bindung gibt, dann ja, dann sind die Leute, das werden wir nachher anschauen, zufrieden, glücklich, aktiver, also sexuell aktiver und glücklicher. Also eine sichere Bindung scheint wichtig zu sein. Wenn es innerhalb einer Paarbeziehung, wenn man unsicher gebunden ist, dann wird diese Person weniger Vertrauen erleben, weniger Zufriedenheit und viel mehr Konflikt innerhalb seiner Paarbeziehung berichten, was Sinn macht. Ne? Also wenn ich ständig den Eindruck habe, okay, mein Partner ist nicht da, ist abwesend oder ich bin nicht liebenswert oder sie kommt nicht zu mir, dann werde ich mich aufregen, vielleicht ihr etwas vorwerfen und dann geht's los. Die ganzen Dynamiken, die wir als EFT-Therapeuten kennen, Tina. Also und es gibt ziemlich viel da, also was aus dieser unsicheren Bindung kommt. Also ängstlich vermeidende Bindung. Entschuldigung, ängstlich ambivalente Bindung. Und auch wenn es eine unsicher vermeidende Bindung innerhalb einer Paarbeziehung gibt, weniger Vertrauen, weniger Zufriedenheit. Sehr oft meinen diese Personen, naja, egal was ich tue, es ist nicht gut genug, sie ist zu oder er ist zu bedürftig, also so wichtig ist diese Verbundenheit nicht. Sie haben nicht Tendenz, also emotionale Unterstützung zu geben und nicht viel Interdependenz. Und desorganisierte Bindung, und da auch, das ist häufig, wenn eine Person Trauma, zwischenmenschliche Trauma erlebt hat und überlebt hat, kann das zu einer desorganisierten Bindung kommen. Das ist Chaos. Also viel Konflikt, manchmal Gewalt, manchmal ängstliche Vermeidung. Also, wie wirkt das dann? Ja, jetzt haben wir bemerkt, okay, Erwachsene haben auch dann diese Bindungsbedürfnisse. Erwachsene haben auch das Bedürfnis nach Nähe, haben auch manchmal Probleme, das auszusuchen. Wie sieht das aus dann im sexuellen Bereich? Ja? Wenn wir akzeptieren, dass Paarbeziehungen Bindungsbeziehungen sind, sollten wir dann halt anschauen, wie das auf einen wichtigen Teil der Paarbeziehung einwirkt. Eigentlich sollte ich es nicht, so einfach ist es eigentlich nicht, weil es zwei Systeme gibt, wenn es um Sex geht. Es gibt das Bindungssystem und das Ziel der Bindungssystem, was wir gerade gesehen haben, das ist Nähe zu einer Bindungsfigur zu erhalten. Also gefährliche Situation, stressige Situation, das Bedürfnis wird aktiviert und dann bei Erwachsenen, dann suchen wir irgendwie so eine Art Kontakt, emotionalen Kontakt aus. Das Sexualsystem hat ein anderes Ziel. Das Sexualsystem, das ist Empfängnis. Das ist also die Genen weiterzuleiten. Ne? Aber diese zwei Systeme interagieren und beeinflussen sich. Also sie sind gar nicht getrennt, weil wie andere Verhaltenssysteme bei den Menschen, sie haben entwickelt, um unser Überleben zu sichern. Was bemerken wir in der Literatur über Bindung und Sexualität? Also das ist ganz allgemein. Es ist eigentlich ein bisschen komplizierter. Ich gebe Ihnen heute so eine Ahnung also von den großen Linien in diesem Bereich.
Und immer wieder, also in diesen Studien, die von Birnbaum zusammengefasst sind, geht es um Bindungsstille und auch Bindungsdimensionen, also beides. Leute, die eine sichere Bindung zu ihrem Partner haben, erleben viel mehr Vertrauen, Zufriedenheit, Komfort und Engagement, genauso wie vorhin, aber hier im sexuellen Bereich. Also viel mehr Vertrauen, sind mit ihrem sexuellen Leben zufriedener, viel zufriedener als Leute, die eine unsichere Bindung innerhalb der Paarbeziehungen haben. Viel mehr Komfort. Sie haben Tendenz, auch wenn sie eine sichere Bindung haben. Also die Sexualität gehört eigentlich zu einer engagierten Beziehung. Diese Leute sagen, dass sie positive Emotionen während der sexuellen Aktivität erleben. Also sie sind glücklich, das finden sie spannend. Sie haben positive sexuelle Arbeitsmodelle. Was heiße ich? Naja, ich bin fähig, also meinen Partner zu befriedigen. Ich bin attraktiv und sexuell interessant. Also wenn man in der Paarbeziehung eine sichere Bindung hat, gibt es dann diese positiven sexuellen Arbeitsmodelle. Fähigkeit, die sexuellen Bedürfnisse des Partners zu befriedigen, ohne die eigenen Bedürfnisse zu vernachlässigen. Und das ist im Gegenteil zu dem, was wir gerade besprechen werden. Also wenn es in dieser Beziehung eine sichere Bindung geht, dann ist die Person in der Lage, ja, also die andere Person zu befriedigen, aber nicht schmeißen, also das, was für sie wichtig ist, weg. Also so, und das ist, wenn man an ein reiches Sexualleben denkt, dann denkt man, naja, das ist für beide Personen. Ja, und wenn die Leute zufrieden mit ihrem Sexualleben zufrieden sind, sind sie in der Lage, die Bedürfnisse des anderen zu befriedigen und sie fühlen sich dann auch wohl und zufrieden. Also das bemerkt man, wenn es eine sichere Bindung gibt. Wenn die Leute dieses Vertrauen haben, wenn es emotionale Nähe gibt, eigentlich sagen sie, dass der Sex besser ist und viel interessanter ist und viel spannender ist, als wenn es andere Bindungstypen gibt. Zum Beispiel auf der anderen Seite, ängstlich ambivalente Bindung. Ja, wenn man immer wieder nicht sicher ist, also der Anwesenheit der anderen Person, dann gibt es weniger Vertrauen, weniger Komfort, weniger Zufriedenheit innerhalb der sexuellen Beziehung. Warum? Warum geht es? Angst. Angst, den Partner zu verlieren. Und wenn man in so einer Situation ist, dann wird man Tendenz haben, dann die Bedürfnisse nach Zuneigung und Trost, und das haben die Forscher bemerkt, also Leute, die nicht sicher angebunden sind, die ängstlich ambivalent gebunden sind, sie haben Tendenz, also diese emotionalen Bedürfnisse zu sexualisieren. Das, was Sue Johnson Trostsex benennt. Also das ist so ein Werkzeug, eine Art zu versuchen, also sich zu beruhigen. Okay, vielleicht, wenn ich Sex mache, auch wenn ich eigentlich keine Lust habe, aber vielleicht, wenn ich das tue, dann wird sie befriedigt sein, dann wird sie bleiben und dann werden wir wirklich zusammen sein und so. Aber es gibt Schwierigkeiten, die eigene sexuelle Begierde durch die sexuelle Aktivität zu befriedigen. Also sie sind so beschäftigt mit dieser Angst, also die andere Person zu verlieren und würden alles tun, um die Person, die wichtige Person, die Bindungsfigur zu behalten, dass ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse werden versäumt. Sie reden auch von negativen Emotionen, viel Enttäuschung innerhalb des Sexuallebens. Männer, die ängstlich ambivalent
gebunden sind, haben ein bisschen mehr Tendenz, das sagt nicht, das meint nicht, dass alle Männer das tun, aber das Risiko ist höher, so zu erzogener Geschlechtsverkehr zu kommen. Ne? Oder bei Frauen riskantes sexuelles Verhalten. Ne? Das haben die Forscher bemerkt. Vermeidende. Nicht viel Engagement. Nicht viel Vertrauen. Und bei diesen Leuten ist die sexuelle Aktivität eigentlich eine Weise, emotionale Nähe zu vermeiden. Also sie sind sehr, sehr also auf ihre eigenen Bedürfnisse konzentriert, viel mehr One-Night-Stands. Sie haben eine Abneigung zu den zärtlichen Aspekten der sexuellen Aktivität. Und eine Schwierigkeit, die sexuellen Bedürfnisse des Partners zu befriedigen. Und sagen auch, dass sie negative Emotionen innerhalb des Sexuallebens erleben. Also das auch, Tina, also das ist, ich denke an das, was manche sagen über Sex und Sexualität und was interessant ist. Und manchmal kriegen wir die Botschaft, naja, wenn man so ein tolles Sexualleben haben, dann sollte man halt Nähe vermeiden. Und je näher ihr seid, desto weniger das Sexualleben interessant ist. Ja. Das, was die wissenschaftlichen Ergebnisse uns sagen, ist etwas ganz anders als das. Ja. Okay? Das, was sie sagen, ist, dass wenn es dieses Vertrauen gibt, dass wenn Leute diese emotionale Nähe haben, ja, dann spielen wir, dann wird Sex interessant und spannend und lustig. Und ja, was so viel Sinn macht. Ich meine, wenn wir Stress haben und Angst haben, egal ob wir dann eher in Vermeidung gehen würden oder eher in die ängstliche Ambivalenz, können wir weniger kreativ sein und weniger unseren Körper genießen und weniger wahrnehmen, weniger spielerisch sein. Und irgendwie ist das so wichtig, denke ich auch, weil wir, also jetzt in den Praxen für die Kollegen auch, die hier sind, wir kriegen ja oft Paare, die kommen mit Sexualität als Thema. Aber wenn wir die Bindungsbrille aufsetzen, und darunter sind, okay, da gibt es vielleicht wirklich eine Deaktivierung von verletzlichen Gefühlen oder Angstgefühlen. Oder es gibt die sozusagen das Große, die Angst wird größer. Und wirklich damit auch auf Sexualität zu schauen, macht so viel Sinn, ne? Oder? Glaube ich, ja. Also wieder interessant. Also, und diese Botschaft kommt immer mehr, aber wir sind am Anfang. Ne? Genau. Und dieses Zwei-System, und das finde ich wirklich faszinierend, diese zwei Systeme, das, was wir aus der Forschung wissen, sie beeinflussen sich mutuell. Es gibt wirklich diese gegenseitige Beeinflussung der Bindung und Sexualsysteme. Und wir haben immer die Perspektive von der Evolution. Und gemäß dieser Perspektive habe die natürliche Auslese die emotionale Zuneigung von Geschlechtspartnern erhöht, damit sie zusammenbleiben, damit sie sich um ihren Nachwuchs kümmern, damit wir das Überleben des menschlichen Arten sichern. Ja? Und es ist wirklich interessant, weil man kann, also Geschlechtsverkehr haben, so Sex machen und das ist interessant und man ist nicht oder noch nicht so emotional an der Person verbunden. Aber je mehr es interessanten Sex gibt, desto näher im emotionalen Sinn haben diese Leute Tendenz zu werden. Und auch umgekehrt.
Ne? Manchmal werden Leute so eine enge Freundschaft aufbauen und vielleicht am Anfang, sexuelle Interesse gibt es wirklich nicht viel, aber dann je mehr diese zwei Personen diese emotionale Verbindung aufbauen, ja, dann wacht etwas auf, ne? Eine sexuelle Interesse kann sich dann entwickeln. Also wir bemerken wirklich, wie diese zwei Systeme sich beeinflussen. Und das ist auch wichtig. Es gibt mittlerweile eine Literatur über gleichgeschlechtliche Paare. Und die Botschaft auf dieser Literatur, also Botschaft Nummer eins ist, dass es viel mehr Ähnlichkeiten, was Bindung betrifft, zwischen gleichgeschlechtlichen und verschiedengeschlechtlichen Paaren gibt als Unterschiede. Ne? Also die gleichen Bindungsstile bemerken wir, die problematischen Dynamiken, die wir in der Therapie bemerken, sind auch da. Aber in gleichgeschlechtlichen, und dieses Wort, ich muss sagen, ich habe es also so 20 Minuten gestern üben müssen. Also für einen Englisch-Muttersprachler, okay, gleichgeschlechtlich. Ja? Gleichgeschlechtlich, ja, das ist nicht einfach. Ja, verständlich. Aber gleichgeschlechtlich, ne? Also geschlechtlich, gleichgeschlechtlich. Diese Personen, manchmal gibt es eine verinnerlichte Homonegativität, was aus der Familie kommen kann, was aus der Gesellschaft kommen kann, die viel mehr Scham als bei verschiedengeschlechtlichen Paaren manchmal innerhalb eines gleichgeschlechtlichen Paares sind die zwei Personen, also auf verschiedenen Niveaus, was Komfort mit ihrer Sexualität und mit ihren Orientierung betrifft. Vielleicht zum Beispiel hat eine Person kein Problem, also die Hand einer anderen Person, also wenn sie auf der Straße herumspazieren zu halten, aber die andere Person Schwierigkeiten damit hat. Also das sind Dinge, die dann die Bindung und Bindungsqualität also von gleichgeschlechtlichen Paaren beeinflussen können. So, wir reden über Sexualität, da geht es um Körper, Gesundheit, psychologische Gesundheit, biologische Gesundheit. Unsere Kollegin Sue Johnson mittlerweile 2019 hat sie das Buch Bindungstheorie in der Praxis veröffentlicht. 2020 gab es dann also die neueste Version ihres Buches über Paartherapie gegeben. Und das, was sie sagt, ist genau das, was Bowlby 1979 behauptet hat. Psychologische Probleme seien im Grunde genommen Bindungsprobleme. Warum? Warum werden Leute deprimiert? Warum haben sie so viel Angst? Warum haben sie so viele Schwierigkeiten innerhalb ihrer Beziehungen? Wie wir gleich bemerken werden, weil viele Leute sich ganz einsam fühlen. Und das ist für die körperliche und psychologische Gesundheit gefährlich. Also, gemäß Johnson und Bowlby sollte die Psychotherapie deswegen auf die Bindungswissenschaft ausrichten. Wir sollten das, was wir über Bindung als Therapeuten benutzen, um unseren Klienten zu helfen. Und darum geht es. Worum geht es in der EFT? Es geht um Bindung. In der emotionsfokussierten Therapie nach Johnson, es sei für Paare, Familien oder Einzelpersonen,
Es geht um Bindung. Das Ziel in diesen verschiedenen Therapieformen, Paartherapie, Familientherapie, Einzeltherapie, das Hauptziel ist die Verbesserung des psychologischen Zustands durch Erschaffung bedeutsamer emotionaler Bindungen zu wichtigen Personen. Es geht um Bindung. Und immer wieder, was sagt die wissenschaftliche Literatur darüber? Eine sichere Bindungsorientierung scheint gegen psychologische Probleme zu schützen. Auf der anderen Seite ist eine unsichere Bindungsorientierung, also ängstlich, vermeidend, desorganisiert, mit den folgenden psychischen Störungsbildern verbunden. Affektive Störungen, also Depression, Angstbelastungsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Suizidalität, Essstörungen, Substanzmissbrauch und Persönlichkeitsstörungen. Es geht um Bindung. Und das ist nicht nur eine Idee. Also die habe ich nicht alle gezählt, aber nur über Depressionen gibt es so 100 Studien über die Qualität der Bindung. Und das psychologische Problem. Also wir sehen hier ein bisschen Beweis für die Bindungstheorie. Also eine sichere Bindung, die Tatsache, die emotionale Anwesenheit wichtiger Personen zu empfinden, das schützt. Und wenn man das nicht wahrnimmt, ja, dann wird man deprimiert. Dann hat man ein höheres Risiko, eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, wenn man etwas Traumatisches überlebt. Also das macht Sinn. Gibt auch Beweis für die Bindungstheorie aus der Literatur über Beziehungen und physische Gesundheit, körperliche Gesundheit. Eine ganze Menge. Also ich habe hier nur die neuesten zitiert. Die Aufrechterhaltung von Qualitätsbeziehungen unterstützt physische Gesundheit und Langlebigkeit. Also wir wissen, dass Menschen mit engen Bindungen zu anderen Menschen leben länger und haben im Allgemeinen eine bessere Gesundheit und Lebensqualität als diejenigen, die wenige oder keine engen Beziehungen haben. Und Bowlby, angesichts dieser Forschungsergebnisse, die er nie gesehen hat, ich habe so ein Bild von Bowlby im Kopf und das liest er und er sagt, na klar. Einsamkeit ist giftig und kann tödlich sein. Okay? Wir wissen aus der naturwissenschaftlichen Literatur, dass ein Mangel an sozialen Verbindungen ist für die Gesundheit genauso gefährlich wie das Rauchen. Okay, in einer Studie, wenn man sich ganz alleine auf der Welt fühlt, wenn man wirklich keine emotionale Unterstützung wahrnimmt, das entspricht 15 Zigaretten am Tag. Also ein Mangel an sozialen Verbindungen ist für die Gesundheit genauso gefährlich wie das Rauchen. Und eigentlich gefährlicher, und das kommt aus Studien, also was die Leute als Lebensweise haben, Alkoholkonsum und so weiter. Und eigentlich, was wir finden, ist, dass Einsamkeit gefährlicher für die Gesundheit ist als Fettleibigkeit, sitzende Lebensweise und auch gefährlicher als übermäßiger Alkoholkonsum. Na klar, wenn wir programmiert sind, Leute zu brauchen, und wenn wir das nicht spüren, dann schafft das so einen Stress für den Körper, das gibt es gar nicht. Einsamkeit in anderen Studien ist mit koronarer Herzkrankheit, Schlaganfall, Fettleibigkeit, Diabetes
Lungenerkrankungen, Demenz und Schlafstörungen verbunden. Also Stress. Wir sind, das funktioniert nicht bei Menschen, also sich ganz alleine auf der Welt zu fühlen. Und wir fangen an, aber diese Literatur ist wirklich ganz, ganz am Anfang. Wir fangen an, ein bisschen besser, also die Art und Weise, also die Beziehungen und Bindung den Körper beeinflussen kann. Wir wissen jetzt, dass es diesen Einfluss gibt, aber was passiert eigentlich im körperlichen Sinn? Es gibt einige Hinweise. Hinweise auf direkte Einflüsse der Bindungsorientierung und Biomarker für körperliche Gesundheit und Krankheit. Zum Beispiel in einer Studie war eine sichere Bindung zu der Mutter während der Kindheit zu einem niedrigen kardiometabolischen Risiko in der Lebensmitte verbunden. Also das war eine langfristige Studie. In einer anderen, und das sind nur Beispiele, eine sichere Bindung im Säuglingsalter ist zu einer Zunahme der Entzündung, was durch eine höhere C-reaktive Proteinspiegel und des Body Mass Index in der mittleren Kindheit verbunden ist. Bei Erwachsenen zum Beispiel gibt es Beweis, dass Bindungsvermeidung und Bindungsangst, dass das zu der Anwesenheit von Interleukin 6 verbunden ist, was ein Marker, Biomarker für verschiedene Krankheiten ist, aber für Inflammation, was zu Herzkrankheiten führen kann. Und das war eine Studie aus unserem Team, also an der Heart Institute, University of Ottawa Heart Institute. Also wir haben gefunden, dass Bindungsangst bei Herzpatienten war mit einem höheren Niveau von Depression, Angst, Blutzucker und glykiertes Hämoglobin verbunden. Also es scheint diese Verbindungen zu geben. Wir müssen ziemlich viel mehr wissen, als was wir heute wissen über warum und wie das alles so passiert. Aber Verbindung gibt es schon. Und eine gute Nachricht, das war diese Studie, die du erwähnt hast, Tine. Ja. Also das ist James Cohen, Sue Johnson. Ich war auch dabei, andere Kollegen vor einigen Jahren. Also in dieser Studie wurden Frauen gebeten, Frauen, deren Paarbeziehungen nicht gut gingen, teilzunehmen. Und sie waren in einer großen Maschine, also so IRM, also Resonanz, magnetische Resonanz. Wie sagst du das, Tina? Also, die Resonanztomographie, meinst du, die Röhre? Ja, genau. Ja. Und als die Frauen da drin waren, haben sie auf einem Bildschirm ein Zeichen gesehen, so ein Stern. Und sie haben gewusst, dass als sie den Stern gesehen hatten, dann würden sie so einen elektrischen Schock kriegen. Und in dieser Studie, am Anfang der Studie, als sie alleine waren, haben die Frauen gesagt, dass das tut weh, okay, den Schock tut weh. Und wenn ich den Stern sehe, dann habe ich Angst. Und die Tomographie hat das dann auch gezeigt. Hier das, was rot ist, das ist wirklich eine Aktivierung der Teile des Gehirns, die Bedrohung wahrnehmen. So, das ist der dorsolaterale präfrontale Kortex, als sie alleine waren. Als Unbekannte sich die Hand genommen hatten, war es genauso. Also Schock hat wehgetan und sie haben ziemlich viel Angst gehabt, das haben sie gesagt und das haben wir dann auch hier in der Tomographie bemerkt. Als ihr Partner, ihr Lebenspartner, die Hand gehalten hat, genau das Gleiche, ne? Weil es in diesen Beziehungen nicht gut geht. Und dann haben diese Teilnehmerinnen mit ihren Partnern an emotionsfokussierter Paartherapie teilgenommen.
Und dann nach der Therapie ist etwas wirklich ganz interessant passiert. Haben sie das Ganze wieder geholt. Und als sie in der Maschine allein waren oder als sie in der Maschine mit der Hand eines Unbekannten waren, hat den Schock wehgetan. Und wir sehen hier auch dann diese Aktivierung im dorsolateralen präfrontalen Kortex. Sie haben Angst gehabt. Und das war so nach der Therapie für Unbekannten und als sie alleine waren. Aber als ihre Partner die Hand gehalten hat, dann sah es so aus nach der Therapie. Eine Deaktivierung. Und James Cohn, der ist Neurologe und er hat erklärt, also das heißt, sie haben in der Anwesenheit des Partners keine Bedrohung mehr wahrgenommen. Interessant. Und worum geht es? Es geht um Bindung. Also, was sind die Lehren aus der Bindungsliteratur? Menschen brauchen Menschen. Enge emotionale Verbindungen sind integrale Bestandteile der mentalen und körperlichen Gesundheit. Wir sollten also uns um unsere bedeutsamen Beziehungen kümmern. Es sei in einer Paarbeziehung, mit unseren Freunden, mit unseren Familien, sollten wir uns bestreben, so emotional anwesend zu sein und zu solchen Personen zu gehen. Emotional anwesend zu sein, ansprechbar, responsiv, emotionales Engagement. Das gehört alles zu einem glücklichen Paarleben, zu einer glücklichen Ehe, zu einer glücklichen Freundschaft, zu einem glücklichen Familienleben. Aber um das zu tun, ist es dann auch wichtig, dass wir unsere Bindungsbedürfnisse bekennen. Dass wir wissen, okay, ja, also im Moment fühle ich mich verletzt oder ich habe Angst oder ja, ich bin so total gestresst. Wir müssen davon bewusst werden. Und das machen wir in der emotionsfokussierten Therapie. Am Anfang helfen wir den Leuten, also das überhaupt zu bemerken, weil manchmal sind sie nicht so 100% davon bewusst. Und dann Aktion, etwas tun. Wenn ich mich wohlfühle, dann was schaffen, damit dieses tolle Gefühl weitergeht innerhalb dieser Beziehung. Oder umgekehrt, ne? Wenn ich traurig bin, wenn ich Angst habe, sollte ich diese Emotionen dann, den Emotionen zuhören und benutzen, um mein Verhalten zu motivieren, das zu regeln, das zu erledigen. Und wie möglich dann das zu erledigen innerhalb einer sicheren Bindung. So, das war's. Vielen Dank. Danke dir, Paul. Für die essentielle irgendwie Fokussierung. Ja, ich glaube, du kriegst gerade einen kleinen Applaus hier in der Runde. Weißt du, ich frage mich gerade, ob wir zwei Fragen noch unterkriegen, damit wir brauchen am Ende, glaube ich, so noch 3 Minuten für einen kleinen Abschluss, den Hendrik und ich noch vorbereitet haben. Aber eine Frage finde ich wirklich, wirklich so irgendwie wichtig. Du hast über dieses Gesundheitsthema auch nochmal ja wirklich so wichtige Dinge gesagt. Würdest du eigentlich sagen, dass wenn es um so Gesundheitsanamnesen geht und Assessments, Krankheitsthemen, dass eigentlich doch der Bindungskontext im Grunde immer sinnvoll wäre, mit einzubeziehen? Also, dass wir nicht nur auf die Symptome und den Körper und das einzelne Detail des Symptoms gucken, ja, sondern dass wir schauen, hey, was sagt der Bindungskontext für diesen Menschen? Gibt es Vermeidung, gibt es ängstliche Bindung, unsichere Bindung oder sogar desorganisierte Bindung?
Ja, mittlerweile kommt das. Also ich war letzte Woche in einem Krankenhaus, also wo eine Studentin von mir ihre Thesearbeit führen wird. Und darum geht es. Also chronische Gesundheitsprobleme, so Krebs oder Diabetes oder Lungenprobleme. Und es geht da um die Verbindung zwischen Trauma in der Kindheit und diese Probleme, weil so ungefähr 80% von diesen Leuten, die chronische und mehrere chronische physische Probleme haben, haben dann auch diese zwischenmenschlichen Traumata überlebt. Also in der Studie, das wir tun, ja, jetzt wird das dazu gehören. Das gehört zu der Einschätzung ganz am Anfang. Ja. Es geht um, was ist zwischen euch passiert, ne, als du Kind warst. Und mittlerweile kommt das immer noch. Also ich war jahrelang berufstätig, also für Familienmedizin, also so diese allgemeine Ärzte. Und das gehört immer mehr hier in Nordamerika zu ihrer Ausbildung. Also wenn man den Patient einschätzt, sollte man nicht nur über körperliche Schwierigkeiten fragen, sondern auch, ja, was passiert in der Familienleben und so und wie fühlst du dich und ja, bist du alleine? Und, also das kommt, aber es ist noch nicht, ich würde nicht sagen, dass es noch ideal ist, aber das ist ein Prozess und wir sind schon am Anfang. Diese Studie, die wir jetzt führen, wir haben ein Programm auf Basis der emotionsfokussierten Paartherapie aufgebaut. Healing Hearts Together. Dieses Programm, wir haben 1 Million Dollar von der kanadischen Regierung gekriegt, um das durchzuführen. Also die Leute fangen an, auch im Establishment, also im medizinischen Bereich, zu verstehen, okay, also vielleicht vor 15 Jahren hätten sie gelacht, also als sie unsere Studie gesehen haben, aber nein, jetzt meinen sie, okay, ja, das stimmt, das ist wichtig und okay, wenn Sie die Paarbeziehung durch dieses Programm bearbeiten, dann vielleicht werden Sie weniger Herzkrankheiten haben, werden Sie nicht immer wieder zurück zu uns kommen und so. Also, das kommt, Tine. Ja, und wir wissen ja auch, das Broken Heart Syndrom gibt es wirklich. Ja, Ja, das eben. gehört auch da rein, ne? Und in Großbritannien gibt es ein Ministerium für Loneliness. Ja, was ich total Ja, spannend finde. Ja. genau. Weißt du vielleicht noch eine Frage? Ich glaube, die könnte auch wirklich irgendwie spannend sein. So, du hast ja über Emotionsregulation gesprochen und wie das mit Bindung zusammenhängt und unsichere Bindungen, dass es eher die Vermeidung von Emotionen geben kann oder eben das sozusagen hyperaktivieren. Würdest du auch, wenn, ich meine, so Paarbeziehungen, die dann so in Eskalationen kommen, wo es viel Ärger gibt, wie würdest du aus der Bindungsbrille auf Ärger und Wutanfälle schauen und vielleicht auch noch, wenn wir es noch kurz schaffen, auch auf das wegrationalisieren, wenn du da Also, sagst. wie du weißt, also mit Ärger innerhalb Beziehungen, wenn es wirklich also so intensives Ärger gibt, worum geht es? Es geht immer um Bindung, um Bindungsbedürfnisse und das ist Protest. Ne? Das ist, wo bist du? Ne? Warum bist du nicht da? Ich brauche dich. Ne? Also das sagen wir nicht. Also wenn mit unserem Ehepartner gestritten wird, aber wenn es immer wieder diese intensiven Emotionen gibt, ne, dann geht es darum. Also die Arbeit in solchen Situationen ist halt, den Leuten zu helfen, am Anfang das zu bemerken. Okay, ja, wenn ich mich wirklich so aufrege, was passiert? Passiert Ärger schon und kann auch gerechtfertigt sein. Aber passiert nicht nur Ärger. Passiert auch gleichzeitig oder manchmal eigentlich vor dieser Ärgerreaktion Angst, Stress, Verletzlichkeit. Ne? Und die Arbeit ist dann, also so einer Person zu helfen, dann das alles zu verlangsamen und zu bemerken, okay, ja, stimmt, ich rege mich auf, aber ich rege mich auf, weil.
ich mich alleine fühle oder weil ich eigentlich traurig bin, ich brauch den, er ist nicht da. Also die Idee ist wirklich, also von den verschiedenen Emotionen bewusst zu werden und sie dann auch durch die sichere Bindung zu regulieren. Aber es kann auch viel einfacher sein. Ne? In einer sicheren Bindung gibt es Konflikt. In einer sicheren Bindung gibt es, wird gestritten, wird, also das ist alles normal. Was wichtig ist, wenn ich eine sichere Bindung habe, kann ich zu meiner Frau gehen und sagen, weißt du, ich bin wütend. Ja. Und deswegen, und das gefällt mir nicht. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, ja, kann sie das schon, das ist vielleicht nicht schön. Vielleicht wird sie versuchen, eigentlich, das wäre ich. Ich würde versuchen, also dann mich zu verteidigen und zu erklären, warum das alles schiefgegangen ist, aber das ist wirklich nicht gemeint und so. Aber wenn man eine sichere Bindung hat, dann geht das dann auch, dann Ärger zu besprechen und innerhalb der Beziehungen zu bearbeiten. Ja. Das ist wichtig, würde ich sagen, das tun zu können. Das heißt, die Bindung ist nicht bedroht und dann haben wir Konflikte und Probleme und können auch all diese Tendenzen haben, aber wir bleiben nicht stecken. Wir können das irgendwie wieder reparieren. Genau. Und es macht irgendwie Sinn, wenn vielleicht aus ganz viel Angst, aus unsicherer Bindung Wut und Ärger entsteht und darunter eigentlich Verletzlichkeit ist und dann vielleicht ein Partner, der eher vermeidend reagiert, vielleicht stecken bleibt in, oh Gott, das ist zu viel, ich werde rational, ich versuche sachlich zu sein, dann kann das Paar irgendwie in Leid kommen, was chronischer ist. Und ja. Vielen Dank, Paul. Wir kommen so sehr pünktlich. EFT steht für die emotionsfokussierte Therapie nach Sue Johnson und hilft Paaren in Not und in Krisen. Dieser Ansatz, der inzwischen für Paare, Einzelne und Familien angewandt wird, gehört zu den besterforschten und erfolgreichsten Therapieansätzen weltweit. Die EFT setzt die Erkenntnisse der Bindungswissenschaft konsequent in die Praxis um. Dabei integriert diese in den 80er Jahren entstandene humanistische Methode, systemische und experientielle Interventionen sowie Einsichten aus der Emotionsforschung. Fragen, die uns in der EFT bewegen, sind zum Beispiel: Wie können Paare Einsamkeit, Angst und Misstrauen überwinden? Wie ihr Liebesband resilient und ihre Beziehung zu einem sicheren Hafen machen? Wie Bindungsverletzungen heilen und zu Verbundenheit und Intimität zurückkehren? Wie ihre Emotionen koregulieren? Unser EFT-Basistraining ist von ISEFT, dem internationalen EFT-Dachverband, zertifiziert und vermittelt die Grundlagen der emotionsfokussierten Paartherapie nach Sue Johnson. Es ist ein kompaktes, praxisnahes Training über 4 Tage und das erste Modul auf dem Weg zur Zertifizierung als EFT-Therapeutin. Sie erhalten die EFT-Landkarte für den Dschungel der Bindungsemotionen von Liebenden. Und den EFT-Kompass, mit dem Sie selbst mit stark eskalierten Paaren nicht vom Weg abkommen müssen. In unserem EFT-Basistraining lernen Sie, die Paararbeit durch die Bindungsbrille neu zu sehen, basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie erfahren, wie wir die Kraft von Emotionen konstruktiv nutzen. Sie lernen, wie Sie Paaren helfen, ihre negativen Interaktionsmuster zu deeskalieren, sowie korrigierende emotionale Erfahrungen hin zu sicherer Bindung zu erleben. Eine Einheit zum Schluss widmet sich, wie die EFT in Einzelsitzungen genutzt wird. Methodisch wechseln sich Präsentation mit dem Ansehen von Sitzungsausschnitten, Austausch, Übungen und Rollenspielen ab. Wenn es organisatorisch passt, wird die Trainerin außerdem eine Live-Sitzung mit einem realen Paar geben. So erfahren Sie die EFT mit Kopf und Herz. Nach den 4 Tagen können Sie konkrete Impulse für die eigene Arbeit mitnehmen. Bemerkenswert und sehr verständlich ist, dass viele TeilnehmerInnen uns zurückmelden, dass sich ihre eigenen Partnerschaften infolge eines EFT-Trainings verbessern. Das macht Sinn! Auch wir TherapeutInnen und BeraterInnen sind Bindungswesen
und es ist hilfreich, Bindung und die dazugehörigen Emotionsregulationsstrategien zu verstehen. Wenn Sie neugierig geworden sind oder noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns gern.